Vor mir steht Herr Lind Gundelach, CDU-Bundestagsabgeordnete. Frau Gundelach, hallo, frohes neues Jahr wünsche ich Ihnen. Das wünsche ich Ihnen gleichfalls und dem Abendblatt insgesamt. Dankeschön. Frau Gundelach, die Kanzlerin sagt, wir schaffen das mit der Flüchtlingskrise. Der Chefredakteur hat eben gesagt, wer, wenn nicht wir. Stimmen Sie dem zu? Ich glaube auch, dass wir das schaffen, aber ich glaube, wir müssen noch stärker an den Rahmenbedingungen arbeiten, dass Klarheit herrscht. Wer wann wohin kommt, also diese Frage, wie das in Deutschland verteilt wird, wie das in Europa verteilt wird, ist eine der zentralen Fragen und die gegenwärtige Entwicklung in Europa machen das insgesamt nicht einfacher. Das ist richtig. Sie leben ja in Wilhelmsburg, in Hamburg. Was können Sie dort beobachten? Wie ist dort die Situation? Also ich muss immer wieder feststellen, dass die Wilhelmsburger sehr entspannt und sehr offen mit der ganzen Frage umgehen. Wilhelmsburg ist ja ein Stadtteil ohne dies, der schon einen sehr hohen Ausländeranteil hat. Und die vielen Flüchtlinge, die wir jetzt zusätzlich aufgenommen haben, fallen erstens mal im Stadtbild eigentlich nicht auf, weil wir das gewöhnt sind. Aber ich sehe auch, weil viele meiner Wilhelmsburger Mitglieder, auch in meinem unmittelbaren Umfeld, sind sehr engagiert. Und wir haben auch Gott sei Dank relativ wenig, was Kriminalität und solche Dinge angeht. Einfach, weil die Menschen, glaube ich, spüren, dass sie sozusagen in einem Stadtteil sind, wo man mit Ausländern vernünftig umgeht und wo man daran gewöhnt ist und die man im Prinzip auch akzeptiert, weil man selber weiß, man war vielleicht vor 10, 15 Jahren selber Ausländer, als man nach Deutschland gekommen ist. Wie schaffen wir das denn mit der Integration? Wir werden große Wohnsiedlungen haben, sie sollen ein bisschen kleiner werden, aber wir sind doch nicht wirklich klein, wenn man überlegt, 2000 Menschen auf einem Fleck. Wie kann man die integrieren? Also ich glaube, da macht der Senat momentan einen grundlegenden Fehler. Er sollte sehr viel stärker auf die Bezirke hören, die ja immer wieder auch Flächen anbilden, wo man Wohnungen bauen kann. Wir haben ja nun in Wilhelmsburg Kirchdorf Süd, was ein großer Problemstadtteil war, der in einem ganz mühsamen Prozess sozusagen jetzt wieder relativiert wurde. Und ich glaube, das muss auch die Politik für die Flüchtlingsunterbringung sein. Lieber mehr kleinere, wobei kleiner nicht heißen müsste, dass das nur 20 oder 30 Leute sind. Aber es dürfen alle Fälle möglichst keine vierstelligen Zahlen sein, weil das ist auf Dauer nicht beherrschbar und nicht integrierbar. Ja. Frau Gundelach, ich danke Ihnen ganz herzlich. Schönes neues Jahr noch für Sie. Das Ihnen gleichfalls auch. Tschüss. Dankeschön.